Das könnte jetzt schon etwas besser aussehen. Ach was. Endlich. So, erstmal wieder rauskriegen, wie das funktioniert, ne? Und wir müssen mal gucken wegen der Maussensibilität. So. Was ist das? Bombe? Okay. Ich habe ja so viele Zweifel über die Sinnhaftigkeit der Wissenschaft. Kann ich da dran springen? Nee. Ah, hier. Echt nicht mehr. Was da zu machen ist. Wir folgen einfach mal der Markierung. Und sehen schon, wir müssen da lang, wo noch mehr Leute hocken. Ich glaube, Munition war hier immer ein Problem, ne? Lass mich hier weg. Alter. Okay. Warum läuft er nicht? Jetzt. Ein Hackeball. Also. Okay. Noch einer. Hörst du auf? Weh. Warte mal, was ist das hier? Ist es? Ah ja, so eine Blitzkanone, okay. Ich meine mich leicht zu erinnern. Okay, wir haben keinerlei Munition mehr. So macht es natürlich am meisten Sinn. Die waren doch kompliziert, ne? Wie war das denn? Was muss ich tun?
Ah, die müssen alle weg, oder? Na? Ah. Okay, nochmal. So, genau. Muss man ja erstmal wissen, ne? Hast du das gehört? Ich höre alles, was du hörst, Major. Also, was meinst du? Schöne Scheiße! Ruhe, verdammt! Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Und außerdem ist das mein Spruch. Richtig. Aber wir brauchen immer noch den Behälter mit Pestizidpolymer. Ist ein bisschen verzögert. Wenn die Pestizide in 2 Stunden einen kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche einen Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter. Genau da drin. Such nach einem PA-400 Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft. Dann kannst du den nehmen, was du willst, okay? Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden. Kaum mehr PA-400. Du musst den Polymerbehälter auftreiben. Jetzt sofort! Ja, klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens, wie er aussieht. Eine Art gelber Zylinder. Finde den gelben Zylinder, sonst sind wir am Arsch. Wo finde ich diesen gelben Zylinder? Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Er dürfte nicht so schwer zu finden sein. Okay. Was war das? War das das Speicherding? Speichere Daten. Ah. Okay, dann bitte lassen wir hier Vorgang gucken. Auswählen. Mach einfach. Munition. Hier. Schrotflintenpatronen. Soll 4 Stück kann ich machen. Kalaschpatronen habe ich. Ah ne, da habe ich gar keinen. Oh, ich habe nur die beiden Waffen. Okay. Dann nehmen wir lieber die. Da haben wir. Toll. Ah, hier geht was. Jetzt? Hat er es jetzt gemacht, oder? Zugang gewährt. Munition. Nochmal, okay. Wie geht denn das noch? Ah, hier. Rechte Maustaste erstellen. Bitte Vorgang auswählen. Was noch? Nein, mehr geht nicht. Okay. Okay, können wir jetzt speichern.
Speichere Daten. Was ist das? Erster Eintrag, 16. April. Die durch das Polymer... Ausschnitzel, böser Hund! Wo war ich? Schnitzel. Die durch das Polymer ausgelösten Mutationen schreiten voran. Ich beobachte CP388, Codename Schierling, seit einem Monat und bemerke nun ein ungewöhnliches Verhalten. Die Pflanze ernährt sich durch Endozytose und hat eine interessante Fähigkeit entwickelt. Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Ich kann identifizieren, woher sie ihre Nährstoffmischung bezieht und streckt ihren Stängel in diese Richtung. Schatz, was gibt's zum Abendessen? Bewege den Triebwagen. Aha. Hiermit? Ist die Dinge da runter? Nee. Hoch. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen. Verwende Telekinese F, um Plattformen zu bewegen. Nicht vergessen, Plattformen, auf denen du stehst, können nicht bewegt werden. Schließlich uns. Alter, es ist dunkel. Warte mal. Helligkeit. Ja, sieht schon besser aus. So, der Wagen muss hier irgendwie weg. Was? Ach da. Okay, dann muss ich die Plattform hier drehen, um darüber zu kommen. Alter. Auge um Auge, oder? Okay. Hier ist noch was. Okay. Komme ich denn da hoch? Läuft ja so langsam. Egal. So. Wie drehe ich denn jetzt die Plattform hier?
Damit nicht, damit habe ich nur das Teil bewegt. Muss ich wohl da hoch irgendwie, ne? Okay, warte mal. Was zum Speichern und zum Looten. Kommen sie auch direkt wieder Munition beschaffen. Hoffentlich. Munition. Speicher der Daten. Okay, okay. Da ist auch nochmal ein Knopf. Okay, da muss ich so oder so durch. So, wie war das? In Space, ja. Okay, aber erstmal glaube ich, müssen wir darüber. Und dann hier lang und da lang. Dann da drauf. Und dann hier hin. Wahrscheinlich. Komm, wir speichern nochmal zwischen. Speichere da. Und gehen dann hier mal eben gucken. Okay. Zu weit. Gehe ich gerade hin? Ich glaube, ich bin nicht falsch. Es war natürlich besonders amüsant. Gut, dann also das noch nicht. Aber jetzt das nächste Gerät. Von hier komme ich. Aber nicht weiter, oder? Weil da drüben geht es ja nicht hoch. Komm, wir gehen mal gucken. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Okay, mit Telekinese reicht nicht. Da müsste ich hin, glaube ich. Also muss ich hier drauf. Also da drauf, darüber. Aus der Tür muss ich rauskommen. Kann ich hier hoch? Nee.
Ja, dann kann es ja aber nur da lang sein. Hoppala. Es führt ja kein anderer Weg hoch, um durch die andere Tür zu kommen. Was ist denn, wenn ich hier drauf drücke? Nichts. Okay. Hier war ich anscheinend. Ja. Da sind wir gerade hergekommen. Sprich, es war unnötig. Es so enden musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Tut mir leid, muss los. Was denn? Okay. Ich erinnere mich an das komische Spiel. Es sieht zwar cool aus und ist cool gemacht, aber es ist irgendwie ist es blöd spielbar. Das war wohl der Grund, warum wir das seit einem Jahr nicht mehr gespielt haben. Aber wir gucken mal weiter. So, gespeichert einmal. So, müssen wir halt nur noch rauskriegen, wie das hier weitergeht, ne? Warte mal. Einen anderen Weg springen wird nicht funktionieren, oder? Ja, wenn ich jetzt hier drauf gehe und da dann runterfalle, bringt uns das halt auch nichts, ne? Da haben wir noch eine Kiste. Müssten wir hoch. Irgendwie. Nicht hier lang. Ne, kommen wir auch nicht hoch. Scheiße, das Ding ist ja riesig. Wer kommt denn auf sowas? Das war das unerwartete Ergebnis eines kühnen wissenschaftlichen Experiments. Ihr Eierköpfe und eure beschissenen kühnen Experimente. Hier ist noch. Das Ding hat sich jetzt gedreht. Das ist aber nicht gut. Das muss so, weil da muss erst noch der Wagen hin. Okay, und was können wir da noch bewegen? Nichts. Ja, ich versuche die gelben Zylinder jetzt zu holen.
Ist hier noch ein Knopf irgendwo, Digga? Beeil dich! Beeil dich, verdammt! Nein. Ja, es sieht schon übel aus. Finde den gelben Zylinder, sonst sind wir am Arsch! Okay. Warum wollte ich hier hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall liegt hier noch was. Hilf mir bitte. Du musst Samen in mich pflanzen. Tut mir leid, ich... Was? Ja, ich bin tot. Aber ich will nicht mehr nutzlos sein. Mein Körper könnte zu einem Nährboden werden, damit ich etwas hinterlasse. Meine Kollegen und ich haben für das Wohl der Sowjetunion gearbeitet. Das ist verrückt. Man wird dich wahrscheinlich einäschern. Hier sind zu viele Leichen. Laden? Das ist... verrückt. Wir haben viel Arbeit in diese neue Pflanzenspezies gesteckt. So kann ich mich von ihnen verabschieden. Ich nehme es dir nicht übel, wenn du dich weigerst. Aber... Man wird dich wahrscheinlich einäschern. Hier sind viel zu viele Leichen. Man wird mich einäschern? Was für eine Verschwendung. Ich hätte neues Leben hervorbringen können. Tja, da kann ich dir leider nicht helfen. Gut. Versuch am Leben zu bleiben. Das kann nicht wahr sein. Ist er wie auf Drogen? So, auf jeden Fall. Hier muss der Wagen lang. Jetzt noch da steht. Wo bist du denn her? Wieso habe ich nicht gehört? Auf die Plattform wollte ich, ne? Reicht das, wenn ich hier und da? Ja, das reicht. Zweiter Eintrag, 19. April. Ich habe Schierlingspartikel unter dem Mikroskop studiert. Schnitzel! Mir ist aufgefallen, dass die Schleimgene dominant geworden sind. Die Endozytose wurde... Verdammt! Ich hab das Ding weitergefahren. Das, war das clever? Das erklärt, wie die Pflanze sich ernährt, indem sie sich beispielsweise mit dem Stängel Nahrung schnappt. Augenblick! Was frisst du denn jetzt schon wieder, schon, Schnitzel? Ne? Wenn wir dann hier lang fahren, müssen wir das hier noch drehen? Jedenfalls... Später. Ja, der steht aber aus dem Weg. Da steht was im Weg. Okay, okay. Kann ich das schieben? Nee. Dahin.
der Seite darüber jumpen, das wird nicht gehen. So ist es gar nicht verkehrt. Geht das noch weiter? Ja. Okay. Dann pass auf. Dann gehen wir nämlich gerade mal hier hoch. Wenn wir es schaffen. Jumpen hier rüber. Jumpen hier rüber. Und dann jumpen wir hier rüber. Oh. Gucken mal, was wir hier machen können. Also wir müssen es auf jeden Fall mal drehen, das Teil. Das ist gut. Das müssten wir auch irgendwie drehen. Okay, fahr erstmal. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt bei 8%. Ach, Scheiße. Das bleibt so. Okay. Das Ding kann man nicht bewegen. Doch, muss doch gehen. Noch was zu holen. Noch so ein armes Schwein hat sich das falsche Versteck ausgesucht. Ruhe! Hier ist irgendwo ein Mutant! Hier wird er uns nicht finden. Wir sind in Sicherheit. Oh! Das Licht ist ausgegangen! Das einzige Licht, das hier ausgegangen ist, war deins, Kumpel. Endgültig. Das einzige Licht, das hier ausgegangen ist, war deins, Kumpel. Endgültig. Dann bin ich tot? Der Gedanke war mir auch schon gekommen. Und du hattest recht. Bis dann. Hey, Charles. Okay. Wenn ich getötet werde, verwandle ich mich dann auch in einen sprechenden Toten? Liege ich in der Ecke und brabbele unverständliches Zeug vor mich hin? Schwer zu sagen. Einerseits hast du keinen Neuropolymerspeicher. Andererseits wurde dein Körper einem hohen Maß an Polymerisation unterzogen. Also, ja oder nein? Uns fehlen die Daten, um das mit Sicherheit sagen zu können. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Nein, danke. Ich verzichte. Ah, wenigstens hat er es weggeschoben. Wir müssen uns beeilen. Schöne Scheiße, ich versuch's ja. Ah. Nö. Ja, dann sind wir hier eigentlich durch, ne? Müssen wir da hoch? Irgendwie. Vielleicht so. Jawohl. So führt eins zum anderen. Drehen. Weiter. Jetzt müssen wir wieder da hoch, um das zu drehen. Weil das geht nicht. Nee. Okay. Macht ja nichts. Paddel. Hm.
Zack. Zack, zack. So. So. Und so. Ach, Mann, ey. Warum kann man mal einer erklären, warum der manchmal rennt und manchmal nicht? So, jetzt läuft er wieder schnell. Und wenn ich auf Shift drücke, macht er einen Sprint nach vorne und dann gar nichts mehr. Sicher. War ich sowieso falsch. Da muss ich hin. Okay. Wen? Und warum geht die nach vorne? Nach hinten? Und jetzt geht's. Weiter. Ist die Zielanzeige gesunken? Jetzt. Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? So, dann gehen wir hier rüber. Drehen. Fahren. Okay, er fährt bis vor. Pestizidanzeige lösen. Jetzt bei 2%. Wir werden alle sterben! Von mir aus, du zuerst. Rabbel nicht, das galt. PA-400 ist aus. Uns nicht was einfällt, sind wir tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Das ist ein spinnartiges Vieh. Was musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so. Das bringt ihn nicht um. Du solltest ihn hochjagen. Verdammt, was tun wir jetzt? Er ist wach. Das Polymer anzünden. Deine Kippe. Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja. Stirb, Drecksding! Moin, Maverick. Na, alles gut? Action. Oh, verdammt! Mein Bein! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße, Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Aber warum bist du tagsüber live und nicht am Abend? Oh, ich hab Urlaub. Letzte Woche ja Urlaub gehabt mit dem Kleinen. Und jetzt noch eine Woche Urlaub. Da werde ich ein bisschen tagsüber streamen. Dir geht's gut. Wunderbar. Wunderbar. Das soll auch heute noch 36 Grad werden. Also da habe ich dann echt keinen Bock, mich da reinzusetzen hier. Dann mache ich lieber morgens oder mittags jetzt mittlerweile. Und dann, du merkst aber auch alles. Kann man später ins kühle Wohnzimmer wechseln. Schönes Zeit! Doch, runter von mir! Meine Fresse, war das abgefahren. Habt ihr in diesem Labor... Fähigkeiten, Experimente und einzigartige Erfahrungen.
Du kannst Fähigkeiten zurücksetzen und das wiedergewonnene Neuropolymer neu verteilen, um andere Fähigkeiten zu versenden, wenn du etwas Neues ausprobieren oder deinen Spielstil ändern möchtest. Experimentiere ruhig, dir entsteht kein Nachteil und nichts geht verloren. Und wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Aber der Weg zu wissenschaftlichen Höhenflügen steckt voller Fallstrecke. Boah, du bist Futtertoffel. Fehler lassen sich nur vermeiden, obwohl, indem man geht. Nichts tut. Bitte Vorgang hab spät gefrühstückt. Die Musik schon wieder. Ja, ich habe den Streamer-Modus angemacht, so die coolen Lieder sind alle nicht verfügbar, leider. Hä? Was denn? So, lass mich. Autorisierung. Major Nechai. So, Munition brauchen wir. Halt D. So. Ein bisschen was können wir herstellen? Machen wir. Ich merke schon, wir haben das Spiel gewechselt. Jawohl! Ja, das ist nichts anderes. Das. Wie gesagt, gute Idee, aber es war einfach nicht der Burner, sagen wir mal so. Ich muss auch was zu futtern machen, weil ich bin schon total abgemagert. Ja, dann hau rein, Maverick. Ich bin allerdings auch sehr abgemagert, tatsächlich. Ich habe 6 Kilo abgenommen, ne, in den letzten 3 Monaten. Ungewollt. Aber geil. Fühle mich viel besser dadurch, durch die paar Kilos. Und dann schwitze weniger. Und das ist schon geil. Wer hätte gedacht, dass so ein paar Kilo schon sowas ausmachen? Ne, reicht nicht, was wir gerade eingesammelt haben. Aber speichern auf jeden Fall. So. Das sind überall diese blöden Viechers. Und diese blöden Viechers. Ey. In einen abgelegenen Flügel des Labors verlegt. Die Pflanze ist gigantisch geworden. Ihre Reben können sich auf der Suche nach Nahrung in alle Richtungen ausstrecken. Die Wissenschaftler haben Angst, sich ihr zu nähern. Es gab bereits einige Opfer. Ihr Wachstum einzuschränken, erhöhen wir schrittweise die Pestizidmenge in ihrer Nahrung, damit nicht noch jemand zu Schaden kommt. Murtok. Meine Katze, ja. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß noch, als das Spiel rausgekommen ist, diese ewigen Diskussionen, ob man das nicht kaufen und spielen soll oder nicht. Ja, ja, ja. Ich habe das erst bei meinem Cousin gesehen auf der PS5. Ich habe gedacht, das ist ja lustig. Und dann kam das ja ruckzuck in die Game Pass. Und ich habe geguckt. In meiner Playlist auf YouTube. Also wir haben das am 3. August letztes Jahr das letzte Mal gespielt. Macht er die Tür zu? Alter, what the hell? Du bist verdammt nochmal tot! Dreckiges Biest. Was ist hier los, Alter? Ich
Wow. Ja, ich glaube, wir hatten aufgehört, das zu spielen, weil die Steuerung auf der Xbox mit dem Controller einfach ziemlich beschissen war für so ein Spiel. Dann können wir flüchten mal, würde ich sagen. Ja, Maverick, das will ich auch unbedingt zocken. Unbedingt Avatar. Aber, jo, 40 Euro sind 40 Euro. Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Das muss ziemlich gut sein, das Spiel. Ey, ich hab dich da vorne schon. Achso, da kamen ja die Reparaturroboter. Oh. Aufpassen. Ne, bei Kinguin. 40 Euro, schon eine ganze Weile. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es hieß immer, zu den Sternen, strahlende Zukunft. Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken. Wie lange ist der Angriff der Roboter her? Mein Zeitgefühl ist ehrlich gesagt nicht das Beste. Aber es muss schon eine Weile her sein. Mindestens ein paar... Wie bist du in diesen Gang gekommen? Ich erwischte es als Boah, erst. Kam gerade eine richtige warme Wolke rein. Nummer 42 war der Übel. Komm. Dann auf zu labern. Bis dann. Tschüss. Beide melden schon. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit wir hier waren, ne? Aber ich glaube nicht allzu weit. Wir haben es geschafft! Genosse Major! Immer mit der Ruhe, ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Das Tor ist offen. Wir können den Wawilow-Komplex verlassen. Na, endlich. Ab jetzt will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Genau, weg hier.